Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 4. Heute mal hier im Menübildschirm, wo die Karte zu sehen ist. Weil ich habe ja ein bisschen Scheiße gebaut hier an der Mautstation und habe versehentlich den Schrank kaputt gefahren und da war gleich der Stern da. Also, ja, aber scheiß drauf. Wir machen ein paar Täublein. Ja, ist super. Prima, wenn ich jetzt verhaftet werde. Dann verklage ich euch, sag's euch. Sag's euch, die Bullen müssten doch dort direkt bei mir sein. Ich glaube, ich krieg einen zweiten Stern. Ja, klar. Weil ich natürlich geschossen habe. Ja, genau. Schubs ihn weg, den blöden Bullen. So, ich versuche jetzt hier meine Sterne wieder loszuwerden. Beziehungsweise, ich fahre einfach zum nächsten Ort, wo eine Taube ist. Ja, komm. So, und zwar muss ich das jetzt erstmal kurz gucken. Muss ich Äuglein aufmachen und gucken. Okay, ich muss irgendwie da runterkommen. Und zwar hierhin. The fuck? Ist ja ewig weit. Okay, dann mache ich da hinten die erst noch. Gut, dann fahren wir mal. Okay, erstmal fahren wir hier. Da so durch. Okay, vielleicht verliere ich dann da auch meine Sterne. Das war natürlich blöd jetzt hier mit dem zweiten, Stern, den ich jetzt bekommen habe. Aber, naja, was soll's. Die Scheppe sind halt all nicht gerade, ne? Männer, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Theoretisch, Alter, mit dem Auto immer eine Holzbrücke gefahren hier. Also zumindest ist immer mit Holzplanken ausgelegt. Gut, ich fahre doch dahinter auf jeden Fall. Und bleib jetzt hier einfach stehen und warte darauf, dass die Bullen aufhören, nach mir zu suchen. Ja, dürfte jetzt eigentlich gehen. Der fährt da oben, also ich fahr weiter. Gut. So, du gehst nochmal aus dem Weg. Ah ja, Moment. Da muss ich rein. So, mal gucken. Vielleicht kann ich die jetzt aus dem Auto raus abballern. Ja, hier vorbei. Und. Alter, nein, nicht ins Auto, ins Auto fahren, ins Wasser, nein, meine ich natürlich. So, tschüss, Taube. Oh, 111, ja. Freue mich. Also im nächsten Part, schätzungsweise, werden wir die Hälfte schaffen. Also, dass ich 100 geschossene Tauben habe. Im nächsten Part dann. Weil ich werde die jetzt nicht alle machen. Nee, könnte ich quasi machen, aber dafür müsste ich noch weiteres suchen. Hätte ich noch weiter suchen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. So, ist, wo muss ich denn da hin, verdammt? Das muss doch hier irgendwo. Ah, da! So, die hockt da einfach rum. Hä, vorhin, weil ich da hier gesucht habe. Als ich hier gesucht habe, standen da eine ganze Menge Autos rum. Aber ist auch egal. So, das war Taube Nummer 3 bereits. A 2, 3. Dann fahren wir mal wieder auf die Brücke rauf. Und zwar nach hier ungefähr. Weil da auf der Brücke hockt auch noch so ein Taubenviech rum. Gut, jetzt weiß ich nur nicht so ganz, komme ich da irgendwie rüber, ohne diesen Umweg zu fahren. Oh, ja, schlucke auf jetzt auch noch. Ah, Mann. Wenn es kommt, dann dicke, ne? Wobei, so dicke ist es noch gar nicht gekommen. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach hier hoch. Scheiß drauf. Wobei, ich glaube, das war ein Fehler. Könnte das sein? Nö, das kriegen wir schon hin. Wir machen jetzt einfach hier nur 180 Grad Drehung und. The fuck war das? Da lag doch was. What the fuck? Ach, ein Messer. Warum liegt hier ein Messer auf der Straße rum? Ist jemand aus dem Fenster geworfen hier? Böse Jungs hier. Meistens einfach Sachen aus dem Fenster, wa? Es ist so. Ach du Schande, ich bin ja hier völlig falsch. Leck mich am Hintern aber auch. Und ich wollte die Maut eigentlich umgehen. Naja, gut, jetzt zahle ich sie halt. So, diesmal aber nicht die Schranke kaputt fahren, sonst
wollen sie mir gleich wieder Geld ab, ja, was heißt Geld abknöpfen? Statt Geld abknöpfen wollen sie mir dann voll eins reinwürgen. Und zwar richtig, indem sie mir die Bullen auf den Hals setzen, kann ich jetzt drauf verzichten. Für das Tauben erschießen habe ich bisher nämlich noch keinen Stern bekommen hier in dem Part. Jetzt ändert sich vielleicht jetzt bei der nächsten. So, die ist hier oben auf dem Gelände irgendwo, da muss ich auf jeden Fall aussteigen. So, warum hast du gerade so eine Handbewegung gemacht von wegen Tür schließen? Wo ist jetzt dieses Tauben-Mist-Drecks? Ah, oh. Ganz schwach zu erkennen, aber da war sie. Ich habe sie gesehen. Sie hat sich so leicht gegen den Himmel abgehoben. Und ich muss, will hierhin. Ja, was du für Probleme hast mit der, ja, keine Ahnung, der Routenführung. Das weiß ich auch nicht. So, hier ist, bin ich nämlich schon und die Taube ist weg mit zwei Schuss. Einer ging daneben. Also der erste hat getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, scheiße. Und ich schätze mal, der zweite Schuss hat mir die Bullen beschert. Aber egal. Eine geile Handkissen da drüber. Da oben auf dem Teil hockt schon die nächste Taube. Gucken. Ob wir die so kriegen. Jawohl. Wunderprächtig. So, im nächsten Part mache ich dann die restlichen 7 bis zu 100. Und wo fahren wir hin? Ach, übrigens, im letzten oder vorletzten Part habe ich nach der Aufnahme mal nachgeguckt. Hatte ich voll es tatsächlich geschafft, diese eine Tutsi am Leben zu lassen. Und die taucht tatsächlich als Random Character dann noch auf. Also da habe ich alles richtig gemacht. Ich schätze mal. Ja, jetzt dürfte es eigentlich nur noch eine Mission geben, wo ich einen Random Character auch killen kann. Ich frage mich gerade, wo ich hinfahre, aber ich glaube, es wird Playboy X sein. Wo ich jetzt gerade schon in die Richtung fahre. Ja, fahren wir einfach zu dem. So, wenn ich die 100 Tauben übrigens habe, dann werde ich mal wieder kräftig irgendeine Nebenmission machen. Ich weiß noch nicht so ganz was, aber schauen wir mal. Wird sich zeigen auf jeden Fall. Bürgerwehr habe ich ja erst gemacht. Vielleicht wage ich mich mal wieder an die Monster-Stunts. Könnte man ja auch machen. Mal schauen. Gibt ja auch noch anderes. Fotoshoot! What's up, Money? Not much. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. Give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G, Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony. Calling me a snitch. Calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So, he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus! Here, take this. Head down there, take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Aha.
Begib dich zu den Basketballbällen an der Exeter Avenue. Kann es sein, dass ich mir gerade ein neues Handy bekommen habe? Oder so? Obwohl, sieht das nicht genauso aus wie vorher? Nee, doch, das hat einen Hintergrund. What the fuck? Okay, sieht nice aus. Da, ich wollte mir doch da mal irgendwas kaufen online. Das könnte man eigentlich dann vielleicht machen. So, Moment mal, hab ich nicht... ich hatte doch ein Auto, verdammt. The fuck? Ich bin doch mit einem Auto hierher gefahren. Ich hatte doch da so einen... hübschen... Wagen. Na gut, dann nehmen wir jetzt halt hier diesen gelben. Scheiß drauf. Wenn du mir mein Auto... wenn mein Auto weg ist, dann nehme ich halt deins. Ja, warum nicht? So. Guck mal, hier, na, hier ist nichts. Mein Breitnet. Ah, scheiß drauf. Upf. Ja. Oh, da ist ja so ein Auto. Aber nein, komm, ich bleib jetzt hier bei dem Patriot. Wo wir den jetzt schon haben. Der ist auch schön stabil, glaube ich. So, da sind wir schon. Es regnet. And that's why the penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Mach ein Foto der Gangmitglieder und schick es an Playboy. Halte Abstand. Um mit deinem Telefon ein Foto zu machen, musst du zuerst das Hauptmenü drücke auf Eingabe. Scroll im Menü nach unten, wähle Kamera, aktiviere die Kamera, indem du Eingabe drückst. Ach du Schande. Kann ich auch zoomen oder so? Alter Verwalter. Oh, da ist ein hübsches Auto. Das würde ich ja gerne haben. Ich gehe mal hier so hin. Genau. So. Halt's Maul. So. Alter, du musst jetzt hier Stress machen, oder was? Gibt's doch wohl echt nicht. Toll, jetzt kann ich hier das Foto nochmal machen, oder was? Kamera. Foto. Ja, und zwar... ja, genau. Boah. Geht hier alles automatisch. Mhm. Yeah. Okay. Ist mir Befehl. Ach ja, komm. Fuck, ey. Ah, Mist, ich hätte doch gleich diese Karre nehmen sollen. Ja, genau. Komm, ich hätte gern diese Karre hier. Mist, aber auch. Nö, ne? Das ist doch wohl ein Witz. Ja, super. Jetzt kann ich es nochmal machen. Was ich mich freue. Begib dich zu den... ja. Bin schon auf dem Weg. Bin quasi da. Zum... immerhin ist es nicht so weit. Meine Fresse. Aber auch. Gibt's doch ja wohl überhaupt nicht hier. Gleich die richtige Waffe nehmen sollen und die Typen abballern. So. So, ich wähle jetzt gleich mal hier das Richtige aus. So, Telefon. Kamera. Ja. Oh, warum kann ich mich hier nicht bewegen, Mann? So.
Foto. Und nu? Hä? Ich kapier's grad nicht. Ach! Leck mich doch! Ja, komm, darf ich das überspringen, bitte? Ah ja, wunderbar. Da könnte ich mich aufregen. So, nochmal. So. Und da steht schon wieder so eine Karre rum. Oh, das finde ich nice. So. So. Prima. Die sind erledigt. Meine Fresse, habe ich jetzt einen Haufen Schutzweste verloren. Alter, gibt's das nicht. Gibt's das oder gibt's das nicht? So, jetzt schauen wir uns mal nach dem nächsten Internetcafé um. Ja. Ist ja quasi um die Ecke hier. Marlin is dead. You the man, son. You money. You my ice cold Slavic killer. See you soon. Alles klar. Gut, wir gehen mal hier ins Internetcafé. Da ist genau dieselbe Pussy eigentlich am Tresen hockt. Na, es ist ein Typ. Es ist ein Tipp. So, ich nehme hier den Computer. Wie immer. Also die Einrichtung scheint hier wohl dieselbe zu sein. Weppe. Klingeltöne. Geld. Ach so, News. Autos. Autos? Oh. Was haben wir denn hier? Grotti. Wahrscheinlich grottig. Grottig schlecht. So. Hm. Klingeltöne mit deinen Shoppingreisen. Was ist denn Shopping? Nee, Moment. Nein, möchte ich nicht. Kann ich irgendwie hier? Ah, so, danke. Klingeltöne. Was ist der Preis für Individualität? Da hatte man doch irgendwas. Wieder $100 oder was? Ne, Moment, was haben wir denn da noch? Nochmal zurück. Nochmal vor. Irgendwas hatte ich mir doch da ausgesucht, ne? Oh Gott. Alter! Okay. Das hört sich alles scheiße an. Ey, das ist doch geil, oder? Den holen wir uns. Ihr neuer Klingelton wurde Ihnen auf Ihr Telefon geschickt. So, was haben wir denn sonst noch? What the fuck? Was? Nein, 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 das wollte ich nicht! Back! Chat! Ach ja. Das ist ein Scheiß! Unglaublich, Alter, nein, ne? Seems. Nee, die gefallen mir eigentlich alle nicht. Nee. Lass mal schön so, wie es ist. Gut, dann, Na, genau. Wieder raus. Und schauen wir doch mal. Telefonbonner, Option. Ist das eine Option dann oder was? Klingeltyp, Klingeln, Vibrieren. Klingelton, Page.
Klingeltyp. Ach so. Warte, soll ich einen Chat nehmen? Ja. Geil, nee, das nehmen wir. Ich finde einfach nur geil. So, müsste dann doch jetzt, wenn wir angerufen werden, dieses Geräusch kommen. Geil. Okay, ich würde sagen, ich suche nach weiteren Tauben. Ich nehme jetzt gleich noch ein Part auf und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao.